Was ist der teuerste Wein Deutschlands? Ein Wein aus der Moselregion bzw. von der Saar erzielt seit Jahren astronomische Preise bei Auktionen im fünfstelligen Betrag. Die teuerste Einzellage Deutschlands ist der Scharzhofberg. Und Egon Müller produziert daraus eine edelsüße Trockenbeerenauslese für die Auktionäre im Schnitt sagenhafte 15.000 Euro pro Flasche ausgeben. Wer sich diesen Luxus leisten kann, erhält eine edelsüße Rarität, die praktisch für die Ewigkeit gemacht ist.